Franziska war nicht die Schönste, auch nicht die Intelligenteste, aber für Dini war sie die Welt. Für ihn drehte sich die Welt nur um Franziska. In ihr hatte er sich verschaut. Sie sollte die Frau seines Lebens sein. Sie sollte die Frau sein, die alles wieder gut macht, die ihn wieder in die Gesellschaft zurückführt. Franziska. Franziska, der Name, der für sie so viel Bedeutung hatte. Dieser Name, der auch mit einer Schönheit umgeben war. Eine Schönheit, die mit sich aneignen wollte. Und je mehr er daran dachte, diese Frau zu besitzen, desto mehr erregte es ihn, mit ihr zusammen sein, diese Frau herumzuführen, diese Frau im Viertel jedermann zu zeigen, sodass jeder sieht, dass das die Liebe seines Lebens ist, dass er Dimi von so einer Frau geliebt wird, dass es jeder sieht, dass jeder wahrnimmt und so ihn aufwertet. Franziska war für Dimi wie ein Auto, wie ein teures Auto, das man sich erwirbt, mit dem man durch die Gassen fährt, durch die heruntergekommenen Viertel, durch heruntergekommenen Häuser fährt, an den Leuten vorbeifährt, sie stehen lässt und ihnen irgendwie auch zu verstehen gibt, ihr seid zurückgeblieben, ich habe euch überholt, ich habe euch hinter mir gelassen, ihr bleibt an demselben Ort, während wir uns weiterentwickelt haben, ich bin hier nur auf Urlaub, ich bin hier nur für eine kurze Weile, für einen Kurzurlaub hergekommen, ich schaue mich hier nur um und mein wirkliches Leben ist woanders, ich bin ein Mann von Welt, ich bin jemand, der weit, weit weg wohnt, wo der es einfach besser hat. Für ihn war klar, Franziska, auch wenn er sich das nicht irgendwie vorstellen konnte, wie er denn diese Frau schlussendlich bekommen sollte, denn diese Frau Franziska, sie in Dimis Erwartungen und Vorstellungen war sie etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges und daher fiel es ihm auch schwer, darüber nachzudenken, wie er sie nun bekommen konnte oder wie er sie ansprechen sollte. Denn er wusste nicht, wie man Frauen anspricht. So was hat er nie gelernt. Bei ihm zu Hause, wenn seine Eltern herumprotestierten, herumschrien oder einfach nur nörgelten, war es an ihn gelegen zu schweigen. Man saß still bei ihm. Tisch. Man wollte ja keine Aufmerksamkeit erregen, man wollte ja nicht irgendwie etwas auf sich lenken, sodass dann an einem herumgenorgelt worden würde. Auch wenn man die Eltern mit der Zeit nicht mehr ernst genommen hat, auch wenn man das immer und immer wiederholt hat und das schon verinnerlicht hatte, was die Menschen dort draußen im Viertel über seine Eltern sagen. Nichtsdestotrotz war jedes Wort hier, jedes Nörgeln, jedes Aussetzen wie ein brennender Schmerz, denn er hatte ja sonst niemanden, er hatte keine Bezugspersonen, er hatte niemanden, an den er sich wenden könnte, niemanden, von dem er Bestätigung und Ermunterung erwarten konnte. In der Schule, die Lehrer, die ignorierten ihn, für die war er nichts anderes als ein hoffnungsloser Fall, Freunde hatte er keine. Und im Viertel ignorierte man diesen Haram-Jungen, dessen Eltern im Haram leben, dessen Eltern scheinbar keine Scham besessen. Und selbstverständlich wird er zu einem Fünf hinzugezählt. Und man erzählt sich dann so Geschichten. Man hätte die Frau da, dort und dort erlebt, mit dem und dem gesehen, das und jedes gemacht. Und dann spielt sich das alles hoch und dann ist die Suppe völlig ausgelöffelt. Jeder hat da seinen Teil dazu gegeben und jeder weiß dann so Geschichten, selbstverständlich Geschichten, die immer mit etwas Obszönen, etwas Unangebrachten zu tun haben. Und dann wird alles dann bei dieser Familie abgeladen und sie dafür auch verantwortlich gemacht. Aber der Mensch braucht eine Bezugsperson, jemand, der ihn aufmuntert, an dem er sich orientiert, und Dimi hatte niemanden. Und das war in gewissem Sinne seine Tragödie, dass die Menschen, die kein Vorbild waren, im Grunde aber die einzigen Bezugspersonen waren, an die er sich richten konnte. Er hatte ja sonst niemanden, er hatte ja sonst nichts. Und auch wenn Leute sagten, dass das Menschen seien, die nichts anderes seien als Wegwerfmenschen. Nichtsdestotrotz, es waren seine Eltern. Nichtsdestotrotz, es waren eben die Bezugspersonen, von denen Dimi sich erhoffte, geliebt zu werden. Und vor deren ächzenden Wörtern und Beschimpfungen er sich fürchtete. Er wollte nicht Aufmerksamkeit erregen. So hatte er keine wirklichen sprachlichen Kompetenzen.
Münzen erworben. Er wusste nicht, wie man mit Menschen redet, sondern die meiste Zeit war es wichtig, den Mund zu halten. In der Arbeit hat ihm das sehr gut geholfen, wenn er den Mund hielt, wenn er das nicht hinterfragte, was sein Vorgesetzter oder Vorarbeiter ihm sagte, wenn das, was man ihm anordnete, ohne Widerspruch gemacht wurde, dann war er selbstverständlich beliebt. Solchen Arbeiter mochte man die nicht viel nachdenken, auch wenn der Vorarbeiter nur Blödsinn erzählte, es wird gemacht, ohne Widerrede, ohne Gejammere, ohne Raunzen, und damit hat sich's. Das sind gute Mitarbeiter, das sind immer zufriedene Mitarbeiter. Zumindest glaubt man das. So jemand hat nichts zum Nörgeln. So jemanden ging es gut. Und so jemand hat man auch nicht zu fürchten. Denn irgendwo hat man auch in der Arbeitswelt, fürchtet man die Nörgler, fürchtet man die Leute, die immer etwas auszusetzen haben. Denn die scheinen immer etwas besser zu wissen. Und wenn das der Chef hört oder wenn das der Chef, der Oberchef sieht, da wird ausgesetzt, da will ein Mitarbeiter diskutieren. Da glaubt ein Mitarbeiter, der wüsste es besser. So etwas sieht nicht gut aus, denn es untergräbt die eigene Autorität. Denn dann fragt man sich, wer ist eigentlich hier der Vorgesetzte? Vor allem bei ungebildeten Schichten mag man eben nicht Leute, die zu viel nörgeln, die etwas auszusetzen haben und die einfach Befehle nicht befolgen. Der Chef ist klar. Und man wurde auch an diese Position gestellt als Vorarbeiter oder als Vorgesetzter einer Gruppe. Und man möchte auch gehört werden, man möchte auch als Vorgesetzter wahrgenommen werden. Das ist ja irgendwie auch ein Aufstieg für einen Migranten, der sonst zu nichts kommen würde, der auch sonst nichts erhoffen kann in der Gesellschaft, wo es für ihn nicht wirklich einen Platz gibt, wo er immer als Außenseiter ist und wo die Gesellschaft auch noch der Meinung ist, aus ihm würde sowieso nichts, er würde sowieso nichts erreichen, oder es wäre überhaupt das Beste, wenn er nur Befehle und Anordnungen befolgen würde, und das wäre das Beste für ihn, ja, nicht selber denken, das Denken den anderen zu überlassen. All diese Vorurteile. Und selbstverständlich hat man auch in der Migrantenkultur diesen Glauben, man selbst sei zu nichts zu gebrauchen, man würde in seinem Leben nie was erreichen und diese monotone, einfache Arbeit nur dazu genüge man. Und diese einfache Arbeit, diese Fließbandarbeit oder diese Arbeit, wofür man eigentlich nicht viel Bildung braucht, sondern nur einige wenige Handgriffe machen muss, irgendwie spiegelt auch die Arbeit den eigenen Wert wider. So viel bin ich wert, ersetzbar. Ich bin nur eine Nummer an der Maschine. Und jeden Moment könnte man es sich überlegen, einfach mich wegzurationalisieren. Im Grunde darf ich deswegen nicht aufmucken, ja, nur still sein. Und dann wird so jemand befördert, als ob er aufgewertet werden würde. Und selbstverständlich will er seine Vorgesetzten auch stolz machen oder seinen Vorgesetzten genügen. Er ist ein guter Vorarbeiter, er erreicht die Produktion nach Plan oder was also immer sein will. Er macht das, was ihm befohlen wird. Aber andererseits geht es dann auch um Respekt. Dieser Junge, dieser Mann, der sein ganzes Leben davor nie wirklich Respekt bekommen hatte von der Gesellschaft, von der Gastgesellschaft, nie wirklich als etwas Wertvolles oder als ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft gehandelt worden war, der immer Außenseiter war und den man schon vergessen hatte, dann wird so jemand befördert. Und so jemand will irgendwie auch Respekt haben, möchte, dass das alles wieder gut gemacht wird, so quasi, als ob er dann sagen kann, da schau, ihr habt alle gedacht, ich würde aus meinem Leben nie etwas erreichen, ich würde es nie schaffen, und jetzt habe ich es geschafft, und hier bin ich da, sicher, ich bin der Vorgesetzte, und für so jemanden ist es dann Gift, wenn jemand herkommt und mit ihm diskutiert, seine Befehle und Anordnungen in Frage stellt, denn es ist dann auch immer wieder diese Unsicherheit, die dann multipliziert wird mit dem Ausländersein, multipliziert wird mit dem Nichts erreichen können, multipliziert wird mit der eigenen Minderwertigkeit, empfundenen Minderwertigkeit, und die Gesellschaft hat sowieso nichts erwartet, und jetzt wurde man da befördert und man weiß nicht, wie ein Vorgesetzter ist und was ein Vorgesetzter machen soll, und man ist verunsichert, denn man wäre dann wieder dieser dumme Ausländer, der zu nichts zu gebrauchen wird, oder man verliert die Promotion, verliert einfach
Ja, aus diesem Jungen, aus diesem Mann kann man nichts machen. Er hat eben nichts erreicht, er ist zu nichts zu gebrauchen. Und das Beste ist, er befolgt einfach nur Befehle. Und dann hat sich die Sache eben erledigt. Wieso machen wir diese Leute zu Vorgesetzten? Die schaffen eh nichts. Schauen Sie, ein Vorgesetzter, der schafft es, dass seine Leute seine Befehle befolgen. Wieso stellt der Fragen? Wieso widerspricht er ihnen? Wieso macht er nicht das, was sie sagen? Was soll das? Was soll das? Was sollen wir mit diesen Leuten nur machen? Und da spielt diese Angst mit, das ist alles Psychologie. Auch wenn das niemand hört, dann glaubt man, dass es jemand hört, wenn einem widersprochen wird. So als Migrant, wenn ein Migrant ein Vorarbeiter ist, wenn ein Migrant ein Vorgesetzter ist, dann widersprichst du nicht, dann machst du das, was dir gesagt wird, ohne Widerrede, ohne Nörgel. Das sind Leute, die man gerne mag, und das sind Leute, die dann auch befördert werden. Und so wurde auch Dimi in gewissem Sinne noch nicht befördert, aber für einen guten und Mitarbeiter als eine Bereicherung für dieses Team. Angesehen für dieses Team voller Migranten, die im Grunde nur einen Schritt vor der Wegrationalisierung sind. Nichtsdestotrotz, er ist ein wertvoller Mann, er ist ein guter Junge, er redet nicht. Das war sein positiver Aspekt. Da will man nicht von Freundlichkeit, von Teamfähigkeit oder sonst irgendwas wissen, sondern du hältst die Klappe und du machst das, was dir gesagt wird. Alles andere ist nur Augenwischerei. Alles andere sagt man dir, fragt man dich bei Vorstellungsgesprächen. Bist du teamfähig? Ja, um Himmels Willen, ich kann mit jedem auskommen. Im Grunde will man nur eines, dass du den Mund hältst, dass du Befehle befolgst und dass du nicht widersprichst. Dimi war hervorragend in dem Punkt. Dimi war deswegen bei Vorgesetzten sehr beliebt. Bei anderen Mitarbeitern mochte man ihn nicht so, weil er schwieg, weil er mit niemandem redete, weil er geheimnisvoll war, weil er auch wie ein Spitzel war für viele. War das irgendwie komisch? Ja, die Vorgesetzten mögen ihn. Er redet nicht viel. Er sitzt mit uns manchmal zusammen, aber da sagt er nichts. Also bei uns abhören würde denn mit Migranten oder generell in einer Gesellschaft. Da musst du reden, da musst du etwas sagen. Auch dein Sagen, vor allem wenn allgemeines Misstrauen herrscht, da will man dieses Misstrauen abbauen. Das ist in der Fabrikhalle, wo nur Migranten arbeiten und Angst haben, wegrationalisiert zu werden, genauso der Fall wie in einem Büro. Da musst du reden, da hat jeder Angst, dass man hinter seinem Rücken reden könnte. Da hat man Angst, dass jemand zu den Vorgesetzten gehen könnte, jemand ausrichten könnte. Man will so etwas nicht haben. Da musst du reden, da musst du eben Beziehungen aufbauen. Und gar nicht reden ist niemals gut. Gar nicht reden verunsichert, gar nicht reden macht die Leute etwas grämig und auch distanziert einem gegenüber. Und so führt es dazu, dass Mitarbeiter neben Dimi nicht über private Sachen reden wollten. Man wollte nicht verwundbar sein. Man wollte diesen möglichen Spitzel, der scheinbar nie was sagt, der da sitzt, nichts ein anstarrt und über manche Sachen lacht, über manche Sachen nicht, der vor sich hingrübelt, aber und das hat man auch öfter mal gesehen, den Vorgesetzten, die Order des Vorgesetzten wie ein Schoßhündchen befolgt. Diese Leute sind irgendwie sehr gefährlich. Und deswegen hatte man begonnen, Dimi irgendwie auszuschließen, immer auf Distanz zu halten. Er ist arbeitsam, er ist strebsam, das gab man ihm recht. Aber irgendwie, man hatte auch Angst, dass er zu ambitioniert sei, dass er zu viel wollte. Weil das geht dann auch wieder nicht, auch wenn sich die Migranten immer wünschen, ja, man möchte doch vom Goldnapf trinken oder vom Goldkelch trinken und man möchte einen großen Schluck davon trinken, aber irgendwie ist im Hinterkopf immer wieder dieser Glaube, der schon ins Mark übergegangen ist, nämlich die einheimische Gesellschaft, die immer einem das gesagt hat, dass aus einem sowieso nichts sei, dass man sowieso ein Nichtsnutz sei. Und dann ist immer dieser Zweifel, dass wenn man mal etwas erreicht hat oder wenn man mal zu lang will, bei einem reich gedeckten Tisch, dass man immer wieder das Gefühl hat, man dürfe nicht. Ja, das ist ein reich gedeckter Tisch und das ist alles für dich. Aber irgendwie hat man dann ein schlechtes Gewissen. Darf ich das? Bin ich es wert? Darf ich da auch sitzen? Darf ich mit den Chefetäten gemeinsam bei einem Weihnachtsfest oder sitzen und zulagen und mich satt essen? Habe ich das Essen verdient oder und dergleichen? Oder bin ich immer noch dieser Ausländer, dieser Fremde, der irgendwie immer wieder so einen Legitimationsanspruch hat und das immer wieder bestätigen muss, dass er ein Recht hat, dort zu sein, dass er ein Recht hat, hier zu sein, dass er ein
Rechtet überhaupt zu existieren, diese Angst, die immer mitschwirrt. Irgendwie will man etwas mehr, irgendwie will man aus dieser Lage heraus sich befreien, denn irgendwie spürt man auch, dass dieses Leben so nicht weitergeht. Warum kann es nicht weitergehen? Weil man sich immer mit der einheimischen Bevölkerung misst. Ja, ich arbeite jeden Tag am Fließband, aber andere Leute arbeiten nicht am Fließband. Andere Leute haben mehr Möglichkeiten. Von anderen Leuten ist das Leben nicht monoton. Von anderen Leuten ist das Leben nicht ohne irgendein Aufstieg. Als ob jeder Tag gleich wäre. Andere Leute haben Spaß in ihrem Leben. Selbstverständlich weiß man es nicht. Und da spielt einem die Fantasie auch einen Streich, weil man da dann der Meinung ist, andere Leute oder die Einheimischen, die würden alle länger leben, alle gesünder leben, weil sie alle glücklich seien und man sei jeden Tag depressiv und das ziehe einen runter, weil die Arbeit nicht stimmt, weil die Frau zu Hause, die man sich nicht wirklich ausgesucht hat, die einem aufgezwungen worden ist, vor allem diese soziale Lage, in der man war, hat einem irgendwie diese Frau aufgezwungen. Dann damals als Jugendlicher hatte man nicht so wirklich darüber nachgedacht, wie die Zukunft wohl aussehen würde, ganz besonders in der Heimat. In der Heimat hatte man noch andere Pläne. In der Heimat musste man den Hof oder sonst dergleichen, den Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters irgendwie übernehmen. So hatte man gedacht. Danach hatte man sein Leben gerichtet und danach hatte man auch die Frau gesucht oder wurde einem gesucht. Und dann hat man irgendwie oder ist man irgendwie dann in diese neue Wahlheimat gekommen und irgendwie hat sich etwas verändert und die Frau scheint nicht wirklich dahin zu passen, vor allem wenn man die eigene Frau dann immer mit den einheimischen Frauen vergleicht, schneiden sie immer schlechter ab. Als ob man irgendwie im Leben zu kurz gekommen sei und daran jeden Tag erinnert wird, so erinnert wird täglich, dass es schon unerträglich wird und man weiß nicht, sich zu helfen. Man ist irgendwie unglücklich, Tag ein, Tag aus. Unglücklich dieselbe Arbeit und man schaut nur her, die ganzen Einheimischen, diese Leute, die sind alle glücklich, die haben alles und man hat, oder so scheint es irgendwie, nichts zu haben, kein Glück zu haben und man kann da schlussendlich auf nichts mehr hoffen, das Leben hat so keinen Sinn, keine Ding. Dini war noch nicht dort angekommen, denn für ihn war die Heimat, die war schon viel, viel zu weit entfernt gewesen. Dadurch, dass seine Eltern eben im Haram und in Sünde gelebt hatten, konnte er nicht wirklich in die Heimat zurückgehen. Sie hatten auch keinen Besitz, wie das jeder Migrant eigentlich hat, der einmal im Jahr für zwei, drei Wochen in die Heimat geht und da den großen Pascha spielt, obwohl er in Österreich nichts anderes als ein Lakai ist. Aber diese Momente blieben aus, das konnte Dimi so nicht erleben. In der Heimat war für ihn nichts, zurück gab es nichts, sondern nur vorwärts. Aber Dimi glaubte, dass er eine Lösung für das alles gefunden hat. Denn auch er merkte es, dass irgendwie diese Depression unter Migranten, diese Hilflosigkeit, dieses Monotone und auch dieses Gefangensein und auch das Gefühl, dass man irgendwie im Leben zu kurz gekommen ist und das wird alles so vermischt, zusammengebrüht in eine Suppe, in eine Migrantensuppe, die man jeden Tag auslöffeln muss. Der Geschmack des Lebens, der jeden Tag gleich ist, öde ist, fad ist und einen runterzieht, einen psychisch fertig macht. Von dieser Suppe hat auch Dimi etwas gekostet, aber und er hat das auch gemerkt bei den Leuten, die ihn umgaben, mit den Menschen, mit denen er arbeitete, irgendwie war da etwas. Die waren irgendwie an einem Punkt des Lebens angekommen, wo es irgendwie nichts mehr gab, worauf man sich freuen konnte, wo es dann auch keinen Unterschied machte, ob man zu Hause ist oder in der Arbeit, wo man sich, wenn Feierabend ist, nicht wirklich freut. Naja, es ist halt ein Tag vorbei, da ist noch mehrere Tage, dann ist eine Woche vorbei, dann ist ein Monat vorbei, aber im Grunde ist es alles nur das Gleiche, es ändert sich nichts und eben dieses Gefühl zieht einen dann runter. Und Dimi hatte schon eine Ahnung vor da und er hatte auch Angst, irgendwie dort zu kommen, dort anzugelangen und sich selbst in diesem Strudel zu verlieren, denn es war ein Strudel, der ihn hinunterziehen konnte, es war ein Strudel, der lebensgefährlich war und der es noch fürchtete und irgendwie, und für Dimi war es damals irgendwie auch nicht verständlich, diese Menschen, die alle so todunglücklich sind, wieso ändern die nichts alles, wieso stehen die nicht auf und gehen einfach, verlassen diese Frauen und da waren all diese Möglichkeiten da, trotz
Dieser Gedanken hatte er noch nicht mit Franziska gesprochen, obwohl er sich schon die Vorstellung gemacht hatte, Franziska, diese einheimische Frau, dann wird alles anders. Er wird nicht an dem Punkt angelangt, wo die anderen jetzt sind. Er wird irgendwo ganz anders sein. Er wird irgendwo sein, was vieles erreicht. Er wird in seinem Leben so weit kommen, so dort anlangen, wo es für ihn kommod ist, wo für ihn das Leben weit offen ist, die Tür zu den Möglichkeiten weit offen ist und wo er sich über solche Gedanken nicht Gedanken machen muss. Mit Franziska schien alles möglich, mit dieser einheimischen Frau, obwohl sie ihn nicht mal eines Blickes gewürdigt hat, obwohl er mit ihr noch gar nicht gesprochen hat. Er wusste nicht, wie er ansprechen soll. Wie spricht man einheimische Frauen an? Muss man denen, was muss man denen sagen? Und das ist der nächste Gedanke, den sehr viele Migranten dann haben. Einheimische Frauen, wie muss man sich denen nähern? Als erster darf man denen nicht zu verstehen geben, dass man ein Migrant ist, sondern immer, dass man mehr Möglichkeiten hat, ihnen auch etwas bieten kann. Und so denken auch sehr viele Migranten dann, ja, die eigenen Frauen, die Frauen von der Heimat, die sind nur die, wenn die in diese neue Heimat kommen, die sind alle wie fast fasziniert, nur hier sind die Straßen alle sauber, die Straßenbahnen fahren pünktlich. Also es scheint alles hier beim rechten Platz zu sein. Wenn man in den Supermarkt gibt es eine riesige Auswahl für viele, schon zu viel Auswahl. Warum gibt es so viele Sorten von Brot? Versteht man nicht. Irgendwie muss es einen Sinn haben. Man ist eben ein Gourmet in diesem Land zu jeder Speise. So denkt sich jeder Migrant, zu jeder Speise ist der Einheimische eine andere Brotsorte, denn anderswo macht das sonst alles keinen Sinn. Und dass diese Menschen selbstverständlich notwendigerweise viel Geld haben müssen, wenn man zur Kartoffelsuppe ein Brotchen isst, eine Sorte von Brot isst, und wenn man zur Linsensuppe eine andere isst, wenn man die Kartoffelsuppe und die Linsensuppe nicht mischt, sondern voneinander trennt. So, das machen eben Leute von Geschmack, das machen Leute von Welt, das machen Leute, die einen feinen Gaumen haben. Und so sind diese Frauen, so denkt man sich, ja, die sind alle schon fasziniert nur davon, dass hier alles sauber ist, dass man im Supermarkt so viel Auswahl hat und dass die Züge alle schön pünktlich fahren. Also diese einheimischen Frauen, sagt man sich, die haben keine wirklichen Ansprüche. Die wollen nur hier sein, die wollen irgendwie nur ausgehalten werden. Aber einige wenige haben auch gesagt, ja, meinten auch, dass die einheimischen Frauen die Frauen von der Heimat nichts anderes als Prostituierte wären, die im Grunde nur hierher kommen und sich von Männern aushalten lassen müssen. Das sind sehr schlimme Worte, böse Zungen behaupten das. Aber dann sieht man eben diese einheimischen Frauen, die eben nicht diesen Zwang haben, die nicht unbedingt hier in diese neue Heimat kommen, die nicht eben Haus und Hof und Familie verlassen müssen wegen Armut oder sonst dergleichen. Und da sieht man diese einheimischen Frauen, die sowas wie Grazie haben, diese Grazie, die sich scheinbar in jedem Gang, in jedem selbstbewussten Gang sich widerspiegelt. Das sind Frauen, die von niemandem abhängig sind. Und da sagt man sich auch, das sind Frauen, die es aussuchen können. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und man denkt sich auch, ach, das ist dann so wie im Supermarkt, wo es so viele Brotsorten gibt und kein Mensch wirklich weiß, wozu man die einzelnen Brotsorten isst und was man mit denen macht, so scheint auch diese Frau der Einheimischen so viele Möglichkeiten zu haben. Und man als Migrant, als Mensch zweiter Klasse, man wird wohl diesen Frauen niemals genügen, diesen Frauen es niemals zurechtlegen, und man muss ihnen die Welt zu Füßen legen, denn so eine Frau, die ist wahrscheinlich von zu Hause aus jeden Reichtum gewohnt, die hat alles, die hat einen feinen Gaumen, das sind Feinschmecker und die essen Trüffel und dergleichen und man selbst weiß nicht, was Trüffel ist und dergleichen. Man hat es nie gekostet, und im Restaurant fragen traut man sich nicht, denn dann denkt man immer, man ist dieser unzivilisierte Wilde, dieser Ungewaschene, der hier kommt und da in diesem Restaurant sitzt, wo man Angst hat, dass sich die Leute fragen, wo man irgendwie schon diese Blicke der Leute spürt und sich die Leute und sich denkt, was sich die Leute fragen, und wahrscheinlich fragen sich die Leute, das sind seine Kleidungen. Sauber, ist das ein Schmutzfink, ist das ein Ferkel? Und wenn er dann vom Sessel aufsteht, müssen wir den ganzen
Tisch dann reinigen, ist das so jemand und dergleichen. Und diese Gedanken, was andere von einem denken könnten und was sie womöglich denken können, vor allem Frauen, die dann das Schlimmste von einem denken und für die man dann als Sexualpartner nicht mehr in Frage kommt, die dann ein ablehnen, dass diese ganzen Gedanken, die machen einen auch dann beklommen in sozialen Interaktionen, beklommen im alltäglichen Umgang. Man kann sich nicht irgendwie frei bewegen, weil man irgendwie, so scheint es, immer eine Last mit sich zerrt. Eine Last, die da heißt, man darf der Welt nicht zeigen, dass man, woher man kommt, dass man dieser Hinterwelt da ist, dass man ein Nichtsnutz ist. Man darf nicht und man muss mit allen Mitteln verhindern, dass Leute auf einen herabblicken, dass Leute einen als minderwertig sehen und dass man dadurch eigentlich auch nicht als Sexualpartner, als möglicher Partner für eine einheimische Frau in Frage kommt, eine einheimische Frau, die erlesen ist, die einen guten Geschmack hat, die auch von Männern verstünde, denn eine Frau, die so viel Auswahl hat, die wird sich nicht mit dem nächstbesten zufrieden geben wie unsere Frau und so weiter. Und man denkt diese und man spinnt diese ganzen Gedanken und die gehen so weiter und sie gehen so weiter und die machen viel mehr, viele Migranten beklommen, viele Männer werden dann beklommen, der Schritt nach vorne fällt dann schwer, wie spreche ich das an, was sage ich denn und das, und man ist dann immer der Meinung, man muss etwas klarstellen und das, was man klarstellen ist, dass man von Anfang an denen sagt, man ist kein Migrant, man ist nicht so wie die anderen, es gibt solche und es gibt so jene und man gehört nicht dazu, man muss das irgendwie beweisen und man muss das irgendwie sagen und diese Frau, die muss einen dann dafür lieben, für das Besondersein und das erhofft man sich und das wünscht man sich, dass diese einheimische Frau dann stellvertretend für die ganze Gesellschaft einen liebt, einen begehrt, sexuell begehrt und man dann mit ihr zusammen ist und dann dadurch mit der ganzen Gesellschaft zusammen ist und dort in dieser Heimat angekommen ist und diese Gedanken spinnen weiter und bei Dimi spinnen sie auch weiter mit Franziska, was sie alles erleben würde mit Franziska, wie er in der Gesellschaft durch sie in die Gesellschaft einführen würde, denn für Migranten sitzen immer Einheimische am Sonntag da beim Garten, beim Grillen und sitzen da zusammen. Wenige, nicht so viele wie bei Migranten, aber wenige, aber qualitativ aus Erlesene, sagt man immer, die Geschmack haben, die vom Leben haben und die von der weiten Welt reden. So denkt man es sich, die immer vom Urlaub reden und man war dort, man war in Italien, man war in Frankreich, man hat die Welt gesehen, was, oder man weiß auch, was man essen muss oder was man essen kann, man tauscht sich aus, unterschiedliches Essen, nicht jeden Tag das Gleiche, nicht das, was man für wenig Geld beim Supermarkt bekommt, wo man dann sagen kann, ja, Hauptsache ich werde satt, Hauptsache ich muss nicht hungrig schlafen. Diese Gedanken scheinen da niemanden irgendwie zu stören. Nicht immer diese Zwang, essen zu müssen. Ja, jetzt habe ich wieder Hunger und jetzt muss ich mir mit irgendwas den Magen füllen, sondern dass das Essen selber einen Wert hat, Genuss hat, dass es beim Essen nicht nur und primär darum geht, einfach nur satt zu sein, nicht mehr Hunger zu spüren, sondern wirklich, dass man das Essen genießt. Und diese Sachen, die sind alle fremd für einige Migranten, über diese Sachen denkt man gar nicht, denn irgendwie die soziale Realität war da eine ganz andere, vor allem für Dimi war es eine ganz andere. Essen war niemals mit Genuss verbunden, sondern Essen war immer dafür da, den Hunger, das Knurren des Magens zu stillen, nicht hungrig schlafen gehen zu müssen. Deswegen alles, was essbar war, wurde gegessen, auch wenn es manchmal ungenießbar war, auch wenn es nicht gut schmeckte. Hauptsache, man muss nicht hungrig schlafen, Hauptsache, man hat den Magen voll und man kann noch ein Tag überleben und man hat sich auch immer wieder gefragt, warum man überhaupt noch weiterlebt. Und Dimi war auch oft bei diesem Punkt angelangt, warum noch weiterleben, wieso noch weitermachen, wieso nicht einfach aufgeben, ich habe nichts mehr zu hoffen, ich habe niemanden mehr, weder Eltern noch irgendwen, der an den ich mich wenden kann, jeder ignoriert mich, jeder Tag ist gleich, nichts hat Lust, mein Leben hat nichts Lust, aber irgendwie gibt man dann doch nicht auf, weil da immer wieder die Hoffnung ist, es könnte sich noch etwas ergeben, noch bin ich jung, noch habe ich nicht die volle Reife erlangt, noch liegt mein Leben vor mir, vielleicht wird sich etwas ergeben und man beginnt dann diese ganzen Fantasien und Illusionen zu spinnen und wenn ich dann groß bin, wenn ich dann erwachsen bin, werde ich das und jenes erreichen, wenn ich dann hier bin, dann werden sie sich alle anschauen und die Frauen oder die Mädchen in der Schule, die ich heimlich bewundert hatte und die mich keines Blickes dann gewürdigt hatten, die werden sich dann anschauen, die werden mich dann voller Bewunderung anschauen und man wird hier dann in
Kind diesem Viertel wieder zurückkommen. Man wird dann dieser Mann sein, dieser besondere Mensch sein, der dann etwas erreicht hat. Und dann vielleicht immer diese Hoffnung, auch wenn sie winzig ist, auch wenn sie mit jedem Tag in dieser Einöde, in dieser Monotonie stirbt oder zu sterben scheint, trotzdem klammert der Mensch sich an diese Hoffnung, und denn irgendwann wird es wohl so sein, irgendwann wird es alles wieder gut gemacht werden. Und wenn dann alles nichts hilft, wenn man in seinem Leben dann wirklich nicht mehr sieht, wie sich das noch irgendwie ausgehen wird, diese Vorstellung, diese Wunschwelt, dieses Luftschloss, das man sich errichtet hat, wie das noch in die Realität hineinpassen wird, dann beginnt man dann an Gott und die Gerechtigkeit zu glauben, es muss wieder gemacht werden, es muss wieder gut gemacht werden. Diese Träume, diese Sehnsüchte, die sind hier doch nichts umsonst. Die Einheimischen, die bekommen jedes Jahr vom Christkind Geschenke. Ich bekomme nichts, das muss doch irgendwas sein. Ich war ein Kind und man kann doch nicht Kinder leer ausgehen lassen. Man kann doch nicht Kinder hungern lassen, das ist unmenschlich, und Gott kann nicht so grausam sein. Ich habe nichts gegen Gott gemacht, ich verdiene ein besseres Leben. Und so war es auch für Dimi bestimmt. Für ihn war klar, Franziska ist alles und jedes. Es ist die Wiedergutmachung seines Lebens.